Hallo zusammen und willkommen bei Minecraft Let's Build mit Anduin den Diolan. Grüß euch und hallo Tibra. Hallo, du arbeitest am Gebäude. Rundherum steht schon eine Wand ohne Verzierung. Richtig, ja, wir haben eine kurze Aufnahmepause jetzt gemacht, dazwischen von einer halben Stunde. Und ich habe die Wände da aufgestellt, also man sieht sie da jetzt schon Ja. durchgehend. Ich bin mit meiner Teichanlage fast fertig. Na, super. Ja, da wo das Wasser in die Tiefe stürzt, mache ich noch ein paar Steinverzierungen. Jo, und dann wird noch ein bisschen Bepflanzung angebracht und das wäre es dann eigentlich. Das hoffe ich, dass ich jetzt fertig kriege. Ich zeige gerade unser Eingangsportal zum Warenlager. Das habe ich vorläufig, also habe ich zwischenzeitlich jetzt da fertiggestellt, bis die Tibra da mit dem Teich soweit war. Ja, und jetzt starten wir wieder. Gut. Mit unserem nächsten Stummfilm, ne? Genau. Wenn wir konzentriert bauen. Nein. Wir bemühen uns, dass es nicht so ist. Ja, mir geht trotzdem im Moment irgendwie der Stoff aus, weil ich so konzentriert bin. Aber ich glaube, das kann man dann super herzeigen. Wir werden das vielleicht auch einen kleinen Rundflug, ein kurzes Video mit Rundflug machen, wenn es ganz fertig ist. Ja, auf alle Fälle. Das auf alle Fälle. Ah, Beleuchtung. Bepflanzung und Beleuchtung fehlt. Konnte ich das nur vergessen? Ja, da haben wir schon wieder. Und schon wieder was zum Tun. Nicht. So, ist richtig. Irgendwie immer die Angst, dass ich in dem Loch abstürze. Ich bin gerade im bodenlosen Zustand. Im bodenlosen Zustand. Ja. Ewe. Hat die kleine Tipa Angst? Ja, weil ich nämlich keine Ahnung habe, wo man dann hinfällt oder wie sich das auswirkt. Oder ob man dann Du einfach irgendwo fällst aus spawnt. der Welt, ja. Also wenn es bei minus, was ist das tiefste? Minus 65? Wenn dass ich aus dem Rahmen falle, bin ich ja gewohnt. Aber dass ich aus der Welt falle. Da Ich bin in sumpert der man Welt. einfach raus. Raussumpern. Okay. Ein klassisch österreichisches Wort. Man sumpert. So, den Rahmen Oh. das. Ja, Blödsinn. Fischchen. Der hier nichts, aber. Okay. Sprichst du mit mir oder? Na, ich bin selbst geschrieben. Okay. Aber so. Müsstest du hier schon gewohnt sein? Na, weil es ist nicht alles durchgekommen. Darum frage ich nach, dass ich irgendwas Wichtiges hören hätte sollen. Spielst du auf was an? Ja, unsere Frühstücksdiskussion, genau. Ich rede mit Anduin und er hört mich nicht. Naja, Warum wohl? wir haben gestern den Tag mit Gartenarbeit verbracht, also nachdem ja mittlerweile das Frühjahr schon Lange eingekehrt gezogen ist, ist, ja. haben
haben wir einiges zu tun gehabt im Garten. Und die Tibra scheint mir einiges erzählt zu haben in der Gartenarbeit und ich wusste heute in der Früh nichts mehr davon, Ja, weil ich sie also irgendwie nicht Riesenvorkommen. registriert habe. Also Riesenvorkommen in den besten Familien. Wo wir nicht dazugehören. Also schon. Gehören wir zu den besten Familien, bitte. Ja. Das wusste ich gar nicht. Ich zähle mich auf jeden Fall dazu. Ach so, okay. Du meinst, es Wie reicht, wenn einer von der Familie. das andere sehen, ist mir relativ egal. So. Oh, jetzt habe ich diese Umrandung auch gleich fertig. Dann mache ich die Bepflanzung. So, Lichtchen, wo setze ich das nächste Licht hin? Hier. Muss ich dann wirklich schauen gehen, was du so treibst? Oh, Unfug. Ja, das kann er, der Anduin. Schon, oder? Ja, ein bisschen. Noch eine Beleuchtung gesetzt. Ich schaue gerade durch das Bodenlose auf die Sonne. Obwohl es bei uns Nacht ist. Du schaust durch das Boden. Ach so, ja, na, die dreht sich ja rundherum. Ja. Das wusste ich aber auch nicht, dass man die da sieht. Ja, Währenddessen. schaut gut aus. Nur beleuchtet's nichts, ne? Nein, nicht wirklich. Beleuchtung abgeschaltet. Gut. Auf, los geht's los. Weiter mit der Bepflanzung. Schauen wir mal da rein. Okay, das ist schon ganz schön in der Amphore. Da setze ich auch noch ein paar Erdblöcke, weil Pflanzen hier drinnen haben. Richtig schön verwachsen sind. Jetzt Oh, kommt. das schreckt mich. Ja. Ja, du schreckst Ich schreck so nicht. Tut mir leid, das wollte ich nicht. Was warm. Ich alles will. ist mir zu wenig Einheit. Ich glaube, ich werde die rausnehmen. Außerdem, ja, das schaut mit dem ein bisschen aus. So. Alles Gras, hohes Gras und großer Farn. Großer Farn ist einmal sehr schön. So. Und jetzt ist die Frage, was machen wir da in der Mitte? Nein, gut, war nicht. Yes, gut. Gut.
Das war So, ein wie hoch ist das Ganze? Eins, absoluter zwei, Blödsinn. Jetzt drei, sieht das vier, besser aus. Doch, naja. zehn. Okay. 10 haben wir. Sehr schön. Könnte aber probieren, das so einfassen und dann durchgehen lassen. Ja. Ich glaube, das schaut jetzt ganz gut aus. Gut, Glaube, so also gefällt mir das. legen wir alles ab. Gefällt uns das so? Ja. So, ich versuche jetzt bei der Hausfront einmal eine Fenstervariante. Okay. Wenn die fertig ist, Dann rufst du mich. könntest du das mal kurz ansehen, wie dir das gefällt. Gerne. Da kommt nicht was. Aufsitzen. Sehr steinige Angelegenheit. Klar. Gut. Weiter im Programm. Im Programm, sagte Tipra. Bin gerade beschäftigt mit der Bepflanzung rundherum. Ja.
Ich glaube, das wird unser Fassadenfront werden. Ich bin gleich da. Ich glaube, so könnte mir das gefallen. Müssen wir jetzt da einmal aufmachen. Ist ja auch noch praktisch. Einmal hätten Bisschen wir geht es schon. Gut, ich komme zu dir. da. Okay. Wow, im Moment ist es von dieser Seite ja nur ein Riesenblock. Das wird ein Spaß, wenn wir das alles befüllen dürfen. Zwei, drei, vier, fünf, sechs, Oh. sieben, acht, neun, zehn, elf. Ich habe den Hauseingang ja Und dann der auch noch gar zwölfte, nicht ne? gesehen. Eins, Schaut zwei, ja sehr schön aus. der zwölfte. Gefällt's? Also das Tor gefällt mal sehr gut. Ja, kann man lassen. Und das wäre jetzt einmal so das Standard. Fenstermodul, was er rundherum aufziehen würde. Okay, Standardfenstermodul. Das kommt mir ein bisschen sehr eckig vor, gefällt mir aber trotzdem gut. Sehr eckig. Ich meine, in Minecraft ist alles ein bisschen eckig. Okay. Ich Wolltest du das oben mit einem Rundabschluss oder? würde. Ja, genau, das schmale oben, ganz das letzte Fenster ist nicht. Ja, Könnte was anderes sein. könnte was anderes sein, okay. Bisschen was Rundes in die Sache kommt, so wie hier bei dem Durchgang. Okay. Jo. Dann brechen wir das dann mal auf. Gut, ich düse wieder zu meiner Bepflanzung. Jawohl. Oh, da ist noch eine Mauer. Ah ja, der Vorhang. Habe ich dir jetzt eine zu schwere Aufgabe gegeben? Na, überleg nur gerade, wie. Okay. Wie ich es rund mache. Da ist es schon. Es stockt immer noch ein wenig, aber das in den Griff kriegen. Ja, natürlich, also beim Warenlager selbst, wenn man mal in die Nähe kommt, wird es höchstwahrscheinlich immer ein wenig zum Laden haben. Also irgendwann dazwischen werden wir Standbild nicht verhindern können. Da ist das einfach von der Mechanik und alles so groß und so geballt auf so einen kleinen Raum, dass er dadurch das Nachladen vermutlich von der Riesenmenge ein bisschen in Stocken gerät. Jo, macht nichts, wir sind weiter am Werken. Jo. Dann schon wieder bald am Ende. Werde
Bepflanzung fertig machen, außerhalb der Aufnahmen. Läuft ja im gleichen Schema weiter. Ich werde mir überlegen, ob ich dann noch etwas dazu setze oder was ich als nächstes angehe. So. Was Ja, ich hast habe du noch? versucht, einen Rundbogen da reinzubringen. Ist, glaube ich, gar nicht so schlecht geworden. Ja, ich spiele mir da noch mit dem Fenstermodul. Aber ich glaube, wir haben es mittlerweile auch schon. Schaut jetzt, glaube ich, besser aus. Und dann werden wir beginnen, das da zu kopieren. Zumindest einmal da nebenbei ein zweites. Okay. Und dann wird, glaube ich, alle zwei von diesen Fenstermodulen werde ich mir irgendwas in der Hausfassade wieder einfallen lassen. Und wenn dann einmal das gesamte Modul fertig ist, dann wird das einfach rundherum kopiert. Ja. Okay. Gut, deine Abschlussworte. Also dann, ich hoffe, euch hat das Ganze gefallen, was wir hier fabrizieren. Und ja, schaut wieder rein, Daumen hoch, liken und ich freue mich, wenn ihr wieder dabei seid. Ciao. Ciao.